Moin Moin Leute, willkommen zurück zu Story is the Path of Destinies. Ja, the Path? Oder Path of Destiny? Ja, war the Path, glaube ich. Ja, beim ersten Durchgang haben wir ja Lapino gerettet. Jetzt würde ich glattweg sagen, wir ignorieren nochmal diesen Skyripper-Gehäuse. Ich will wissen, was im Tempel ist. Das ist neu. Und wir müssen ja nicht der Reihe nach runterarbeiten. Wir gehen einfach mal in den Tempel, oder? Ich hätte ja eigentlich hatte gehofft, dass sich jemand, dass sich Leute melden wieder, aber schade. Naja, ist ja kein Thema. Dann entscheide ich halt in dem Fall. Finde den Tempel. Die Rebellion war in Gefahr und Renato musste eine Lösung finden. Ein mysteriöser Tempel hatte sich aus der Wüste erhoben. Der Imperator sandte seinen Raben aus, um den Iblisstein zu finden. Das uralte Artefakt brachte vielleicht die Macht, um das Imperium zur Strecke zu bringen. Na, dann suchen wir mal den Übelstein im Tempel. The island was windswept desert. No one went there except ostriches and ostrich hunters. The Iblis Stone. It sounded ominous. It sounded powerful. If the Emperor was searching for it, it must be dangerous. And so, Renardo went ostrich hunting. Strauße. Wir gehen jetzt einen ordentlichen Straußenburger uns holen. Oh, Strauß erinnert mich an Australien, eindeutig ein Kontinent, den ich der giftigste Kontinent der Erde. Den, ja, ich glaube, ich würde mich zumindest in der Wildnis auf jeden Fall nicht wohlfühlen. Sydney könnte sicherlich eine schöne Stadt sein, aber die Wildnis. Entschuldigung, musste gerade mal was kratzen, Nase. Aber die Wildnis, das ist der Hammer. Da gibt es giftige Tiere ohne Ende, Spinnen. Ich sag nur Trichternetzspinne, Schlangen, verschiedene giftige. Ja. Dann, also das Wasser ist ja auch nicht ungefährlich. Da gibt es die Seewespe, da gibt es dann Haie, die jetzt zwar nicht giftig sind, aber beißen halt auch zu Bullenhaie zum Beispiel, nicht unbedingt die weißen Haie typisch, was man denen ja nachweist. Every child could sing verses about the Sky Ripper, but ancient codices held hints of other things. A stone that ate souls, a ruby that drank blood, a jewel only a righteous man could give away. Were all these things the Iblis Stone? Long hidden in the buried temple, another ancient item that was only resurfacing now, drawn up from the deeps by the Emperor's horrific rituals. Ja, dann gehen wir mal in den Iblisstein holen. Ja, Haie, die sind jetzt nicht unbedingt die typischen weißen Haie. Ach, wo müssen wir denn hier eigentlich lang? Wo können wir hier lang? Nee, also, boah, da hast du da Krokodile. Die sind ja auch nicht ungefährlich. Also, da gibt es einiges, was dich in Australien umbringen kann. Also, und dann logischerweise natürlich noch Crafting schönerweise. bench. Renato wondered what he could make with it. Dann schönerweise noch das liebe nette. Sag schon, Schnabeltier ist ja zum Glück auch nicht giftig. Oh. Spare ich noch. Okay. This sword from the frigid north was really useful for making popsicles and birdsicles. Bam, neues Schwertchen. Ging's hier noch weiter? Ja, da geht's noch weiter. Ich guck mal hier. Oh, das ist so schlimm hier mit den Karten. Wenn ihr den richtigen Weg findet, ist auf Anhieb ist doof. Nee, er wirkt Schnabeltier, giftigste Säugetier der Welt. Dann genug andere Sachen, die giftig sind. Oh, ja. Also, da lebst du definitiv direkt gefährlich hoch 10. Aber so hat auch natürlich schöne Natur. Und der beste Beispiel ist der Ayers Rock. Und dann gibt es da definitiv. Renato distrusted doors that opened automatically, especially after being buried for millennia. Was this some sort of trap? Alte Türen, die nach 8000 immer noch funktionieren, ja.
nettes kleines Kämpfchen. Cawing in frustration. They were still searching for a way in. Good. Then he hadn't come too late. Dass er schon Energie kriegt. Bernardo felt like he was bursting. Oh, Fertigkeitspunkte verfügbar. What kind? Gucken wir doch mal. Oh. Jetzt kann ich hier weitere Sachen auswählen. Yep, das glaube ich mir. Stützel. Stürze durch Gegner hindurch. Gehe einen Gegner durch Stürzen an, um durch ihn hindurchzukommen und Schaden anzurichten. Nicht bei Gegnern mit Schilden. Ich könnte jetzt hier noch. Ich will aber auf jeden Fall das hier haben. Extraordinary. Haben wir gerade benutzt. Naja, wirkt schöne Naturwunder, wirkt IS Rock, dann auch gibt es durchaus nette. Gerade eine scheiß Kameraperspektive. Can I borrow that? Sehr schön. Ganz gut. Können wir gleich nochmal zurück, wenn ich denn zurück kann. Das ist da unten ein Fluss. Ja, schöne Naturwunder wirkt auch Sandstürme da in der Dings. Auch die See, sich an sich die Natur selber auch mit den ganzen Giftdingen ist sehr hübsch. Da kann man auch nichts gegen sagen. Okay. Was haben wir denn hier? Wahres Schwertruhe. Greife Feinde aus der Ferne an. Wird bei Erreichen einer bestimmten Kombo wird automatisch aktiviert. Wir nehmen erstmal das hier. Das soll die Zeit noch ein bisschen mehr verlangsamen. Und ich muss mich da mal gerne etwas mehr konzentrieren auf die Gegner wieder. Ja. Ah, kann ja noch erzählen. Ich war ja in New York. Urlaub machen. Sehr interessant, also kann ich jedem durchaus mal empfehlen. Ich persönlich muss sagen, ich würde jetzt nicht unbedingt noch ein zweites Mal hingehen. Weil dazu war es für mich dann doch nicht so super interessant. Aber insgesamt war es eine sehr interessante Geschichte. Also die ganze Stadt so einmal so zu sehen, das ist etwas... Das hier lesen? Finde den Stein. Du bist für diese entscheidend wichtige Mission gewählt worden, weil du Befehlen bis ins kleinste Detail folgen kannst, ohne sie zu hinterfragen. Du hast für Schwarze ja nichts übrig. Dein Resultat in den Intelligenzen ist Beweis dafür, dass du besser als jeder andere dafür geeignet bist, Befehlen Folge zu tragen. Sei stolz darauf, dass ich, dein Imperator, dich für diese Mission ausgewählt habe. Folge den Anweisungen bis ins Detail. Reise immer mit einer weiteren Person. Schau dir die Zeichen an den Wänden nicht an. Verliere die hermetische Kiste nicht, wenn du einen Stein findest. Dann gib ihn sofort in die Kiste und versiegle sie. Okay. Hörst du eine Stimme in deinem Kopf? Dann ignoriere sie. Denke daran, dass es im Tempel spukt. Offensichtlich, dies ist ein alter Tempel, der einem alten, gemeinen Gott gewidmet ist. Hier fanden Blutopfer statt. Selbstverständlich spukt es da. Ignoriere die Stimmen in deinem Kopf. Denke daran, dass Geister dir nichts anhaben können.
dich aber zu verwirren versuchen. Hörst du eine Stimme, dann nimm die Düsselpille. Triffst du einen anderen Soldaten mit dem Stein und er befindet sich nicht in der hermetischen Kiste, dann musst du ihn sofort mit Düsselgas besprühen. Okay. Finde den Stein, gib ihn in die Kiste und versiegel sie. Und noch was, finde den Stein. Okay, strange. Boom. Strange. Kiste. Nee, New York war echt toll. Ich war oben auf dem Empire State Building, da ordentlich wieder schon war, auch in Madame Tussauds da. War auch richtig schön da, muss man sagen. Also kann man echt nicht meckern. He was sort of yanking his own chain, wasn't he? So. Etwas, was man nicht missen muss. Der war nicht so gut, der Kampf nicht so toll. Ich muss mich echt etwas mehr konzentrieren. Wo geht's hier lang? Naja, du. Dann waren wir im Rockefeller, Madame Tussauds war auch richtig schön. Sehr schön. Noch gut gerettet, aber ich brauche dringend Lebenspunkte. Nee, direkt weiter zum Thema New York. Oh, ja. Yeah. Vasen. Also das hat echt Laune gemacht, muss ich sagen. Aber was man auch sagen muss, es ist. Oh, sweet! Teuer. All he needed now was a workbench and he could slot it into his gauntlet. Dann gucken wir uns doch mal den Juwel an hier. Erhöht angeblich die Chance auf seltene Beute um 1%. Okay, nehmen wir erstmal rein. Ich will eigentlich keine seltene Beute, ich will gerade eigentlich nur Beute in Form von Lebenspunkten. Huh? A lever? That was new. Most people still use doorknobs. Da komme ich nicht rein. Schiffsrundfahrt um Manhattan gemacht. Hotel selber war, hatte ich. Mein Hotel selber war in der Nähe der Wall Street. Also ziemlich, so gesehen ziemlich teuren Punkt gelegen. Aber war gut, war gut. Was man sagen muss, ist. Sehr schön. Akzeptabel, das war ein geiler Kampf, Alter. So, schnell durchgehuscht. Komm, Hebelchen hier. Muss ich ja wirklich rumgehen.
Hier, so, ganze Schiffsrundfahrt auf der Statue, nicht auf der Statue of Liberty, sondern bei der Statue of Liberty war ich. Und wow, hier bin ich gerade zugeschüttet, ist ja der Hammer. He wasn't that good yet. Ist das doch nur, geht das doch wirklich noch weiter? Krasse Sache. Was ein Riesentempel, ey. Und ja, sind wir auch. Es gibt auch eine Fähre unten für die Leute, die mal hinfahren oder da waren und sie noch nicht kennen. This couldn't be good for global warming. Geht ja gut. Da gibt es eine Fähre, die fährt unten ab, die fährt immer nach Staten Island und die ist komplett kostenfrei für alle Passagiere. Man kommt auch relativ nah an der Liberty Island vorbei, also da wo die Statue steht, die Freiheitsstatue, kann sich die dann angucken und ganz gut Fotos machen. Wir waren auch. It was a storm of the purest blackness. It reflected no light. Like a void made solid. Nervous, he picked it up. Who said that? It was the stone. Eager, thirsty. That seemed tempting and terribly wrong. Zenobia was the Emperor's greatest general and a potent witch. But they had been close once, and Renardo wasn't sure he really wanted to be Emperor. Why not capture the core of Sky Ripper instead? It was the eye of a lost god torn out by the transcendent Emperor to power his greatest weapon. Not the core, said the stone anxiously. Also, noch kurz zu Ende. Ich war auf Liberty Island und Liberty Island hab mir die Statue of Liberty angeschaut. Allerdings muss man, um in die Reihen zu kommen und insbesondere auch nach oben zu kommen, muss man da schon lange vorweg reservieren. Also, das ist nicht so, dass man da sagt, vorbei, ich will dann mal hoch. Da muss man schon lange vorweg das Ganze reservieren. Das noch so zum Schluss. Gerne bei der nächsten Folge gibt es noch ein bisschen mehr, was ich da im Urlaub erlebt habe. Aber aus der nächsten Folge. So, wir haben jetzt die Möglichkeit. Wir suchen die Tochter des Herrschers auf und töten sie, woraufhin wir viel Macht kriegen sollen. Zumindest flüstert uns das der Iblisstein. Und als nächstes haben wir die Möglichkeit, wieder den Kern zu holen. Allerdings rät uns der Iblisstein davon ab. So, jetzt ist die Frage, was machen wir? Ich würde mich freuen, wenn ihr euch dazu äußert. Wenn ihr mir sagt, was machen wir? Ansonsten würde ich mich dann wieder entscheiden, was ich mache. Und ja, daher, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.